Lieber Martin Weber, du bist jetzt das vierte Mal bei mir in der Kraftquelle zu Gast. Vier Impulstage mit dir liegen hinter uns. Wenn du dich mit wenigen Worten beschreiben müsstest, wie würdest du dich beschreiben? Ich bin der ich bin. Ich bin alles schon gewesen und darum bin ich jetzt hier, um das zu sein, was ich eigentlich eh schon bin. Wenn du an die vier Impulstage zurückdenkst, wie fühlt es sich für dich an, in den Tiroler Bergen von einem ganzheitlichen Bewusstsein zu sprechen, wenn du daran denkst, wie die Menschen in dieser Kraftquelle, in dieser Gruppe zusammen waren? Was hattest du für ein Gefühl? Die Tiroler Berge habe ich bis jetzt nur beim Durchwandern gespürt. Sonst kenne ich sehr wenig von Tirol. Ich treffe immer wieder Menschen in Tirol, mit denen ich intensive Gespräche führe. In der Kraftquelle habe ich jetzt vier Impulstage, wie du schon sagst. Aber jeder Impulstag ist ein anderer, weil jeder Mensch ist anders, die Gruppe ist anders, die Schwingung ist anders. Und ich versuche mich immer wieder auf die Schwingungen einzustellen. Heute war zum Beispiel eine ganz gemischte Gruppe, Menschen, die entweder wollten sie etwas erfahren, sie wollten Informationen, die anderen Menschen wollten Heilung. Also es ist wirklich unterschiedlich und das Spannende ist, dass immer wieder neue Impulse auch von den Menschen kommen, die zu den Impulstagen kommen, auch für mich. Du sagst also, die Impulse, die aus der Gruppe von den Teilnehmern kommen, würdest du auch mit nach Hause nehmen und in dein Leben integrieren, in dein Sein und in deinen Alltag? Liege ich da richtig? Jede Begegnung ist für mich wichtig. Jeden Menschen, dem ich in die Augen schaue, der gibt mir Impulse. Und von diesen Impulsen stelle ich fest, dass ich dann meine Wahrheit finde. Weil wenn ich nur auf mich selbst konzentriert bin und andere Menschen nicht mit einbeziehe, dann könnte ich genauso in einem Kloster leben. Aber mein ganzes Sein ist dahin gerichtet, dass ich Menschen treffe, mit denen ich mich austauschen kann, mit denen ich Gedanken denken kann. Und mir geht es nicht mehr darum, dass ich jemand überzeuge von dem, was ich tue, sondern ich tue einfach das, was ich spüre. Und genau das habe ich auch gespürt bei unserer ersten Begegnung. Mein Herz ging auf, es strahlt. Ich bin total beseelt von den Impulsen, die du in meiner Kraftquelle und auch bei den anderen Zusammentreffen, die wir jetzt mittlerweile schon hatten, immer wieder von dir gibst. Sie kommen an, sie erreichen ganz viele Menschen, darüber bin ich sehr dankbar. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir in Zukunft noch den ein oder anderen Weg gemeinsam miteinander gehen würden. Ich glaube, das ist so gut wie sicher. Und ich muss trotzdem noch einmal eine Antwort geben, wie die Impulse in Zukunft sich gestalten werden. Heute ist mir klar geworden, wir sollen ohne Masken dem anderen gegenüberstehen. Wir sagen nur mehr das, was wir fühlen, nur mehr das, was wir empfinden. Wir verbiegen uns nicht mehr, wir sprechen im Geiste der Wahrheit mit den Menschen. Das heißt, wir dürfen uns auf mehr Impulse von dir freuen. Wir freuen uns mit dir und mit deinem Team, mit der Margit und dem Gregor, mit denen du auch das Buch präsentiert hast, letzten Freitag bei uns in Kitzbühel. Und es wird wohl so sein, dass Energie der Aufmerksamkeit folgt und demnach können wir uns jetzt selbst auch ausrichten und weitergehen und Altes hinter uns lassen. Vielen Dank für dein Dasein. Danke, Martina. Und ich möchte den Hörern noch einen Tipp geben. Es gibt jetzt wirklich von uns das Buch, das heißt, was fehlt dir? Jetzt habe ich fast den Titel vergessen. Aber genau um das geht's. Was fehlt dir? Um drauf zu kommen, was uns fehlt, müssen wir ganz tief in uns hineinhorchen und dann finden wir schon die Antwort.
In dem Sinn, wir wissen, was uns fehlt. Und dann wissen wir auch, wie wir zu leben haben. Martina, danke. Danke dir, Martin.